So, jetzt sind wir heute hier beim Clayton L. Fahrerfolg. Haben wir hier Langstroth 2 Drittel mit Absperrgitter. Ja, mal sehen, wie das so aussieht, wenn die Königin halbwegs läuft und das Wetter das halbwegs hergibt. Hier ist ja der zweite Honigraum drauf und hier oben sicher schon, die Gassen sind alle dicht besetzt. Und werde ich mal vorsichtig hier herausziehen. Und dann schauen, ob wir heute hier noch einen. So, okay, was habe ich hier? Herausgezogen, ordentlich Nektar dabei. Das passt, so ist der erwartete Stand im Augenblick dazu. So, ordentlich Nektar. Jetzt muss ich nur schauen, ob sie beginnen. Ah, sie beginnen schon langsam zu verdeckeln. Gehen wir in die Mitte. Das heißt, wenn es hier schon voll wird, muss ich den nächsten Honigraum aufsetzen. So, hier ist auch. So, hier beginnen sie oben zu verdeckeln. Das passt. Dann werfe ich nochmal einen Blick an die Rand. Hier bin ich ja in der Mitte. Wie es am Rand aussieht. Schaue ich mir noch die äußerste an, die äußerste Außen. Ob dort, selbst an der äußersten Außen, beginnen sie schon Nektar einzutragen. Also, wir sind gut dabei. Das heißt, noch einen Honigraum aufsetzen. So, Honigräume, das ist natürlich am besten, man hat ausgebaute Räume. Die hat man aber zu bestimmten, bis zu einer bestimmten Menge. Jetzt bin ich in der Volltracht, das heißt, ich kann auch Honigräume nehmen, die noch nicht komplett ausgebaut sind. Ich habe hier in der Mitte habe ich ausgebaute Rähmchen. Da habe ich 2 Stück. Die Damen beginnen ja immer zentral auszubauen. Daneben habe ich dann die nächsten, die größer ausgebaut sind, das sind aus dem letzten Jahr noch. Da ist die Fläche schon größer für den Ausbau. So. Danach kommen dann die, hier ist der erste Streifen nur ausgebaut worden. Die packe ich dort dran. So, hier. Dann haben sie immer einen Beginn. Und dann ganz außen kommen dann, hier habe ich ja den Anfangsstreifen nur von oben nach unten gesetzt, nicht von links nach rechts, sodass sie, wenn sie von unten kommen, hier hinaufklettern können und dann beginnen die mir das hier sauber nach links und rechts herauszuziehen. So, hier sieht man das noch, hier hat man diesen kleinen gelben Streifen und dann beginnen die das schön anzuarbeiten. Und sie wollen sogar noch weiter links und rechts. Und am Ende hat man dann die Ergebnisse. Jetzt in der Volltracht im Juni klappt das wunderbar. Dann machen die gleichzeitig Nektar sammeln plus Ausbau.